Wie gestalte ich eine Bewerbung? Und zwar die schriftliche Bewerbung. Vorab möchte ich auch sagen, ich kann euch keine Garantie geben, dass ihr einen Job findet durch meine Tipps hier. Aber ihr werdet zumindest ernst genommen. Das heißt, eure Bewerbung landet nicht sofort in den Müll oder per Mausklick in das Papierkorb. Okay. Bei so einer Bewerbung besteht es aus 4 Teilen. Einmal Deckblatt, Anschreiben, Lebenslauf und Anhang. Wir fangen mit dem Deckblatt an. Und bei allen Seiten ist es so, nicht nur bei dem Deckblatt, auf DIN A4 bitte schreiben. Nicht auf eine Postkarte oder auf Post-it-Karten oder was weiß ich denn. Oder auch nicht Querformat, sondern Hochkant. Bei der Schriftart einheitlich bitte. Das heißt nicht 5 verschiedene Schriftarten. Am besten ohne Serif. Serif sind Schriftarten mit so einer feinen Linie an der Buchstabe. Das ist zum Beispiel Times Roman oder Times. Ohne Serif wäre dann zum Beispiel Arial oder Helvetica und deswegen sollte ich auch da bleiben bei Arial oder Helvetica. Oben bei dem Deckblatt kommt dann die Überschrift Bewerbung als Ingenieur zum Beispiel. Dann kommt da drunter ein Foto von euch und zwar ein Foto aus dem Fotostudio. Nicht ein Selfie oder irgendwie aus dem Internet genommen. Ein vernünftiges Foto machen lassen aus dem Fotostudio. Kostet zwar ein bisschen mehr Geld, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Auf dem Foto solltet ihr zu sehen sein. Natürlich schön gekämmt, frisch rasiert und mit Anzug, Krawatte und Hemd. Gerade bei Akademiker sollte man so auftreten. Wenn ihr euch für eine Praktikumsstelle bewerbt, dann reicht ein Hemd aus. Da müsste man keinen Anzug tragen. Darunter eure Kontaktdaten. Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Und bei dem E-Mail sollte draufstehen Name, Nachname, @domain.de, domain.com. Also nicht irgendein Künstlername oder irgendwas Obszönes oder irgendwas wie Star Wars 153578955@gmail.com. Sollte schon schreiben, dein Name plus Nachname @gmail.com zum Beispiel. Noch eines, bei dem Foto, das ist kein Muss, also das heißt, Firmen dürfen nicht danach verlangen, laut Antidiskriminierungsgesetz oder Gleichbehandlungsgesetz nennt man das, aber die meisten möchten es sehen, also die möchten schon sehen, wer ist die Person, der diese Bewerbungsunterlagen uns schickt. Deswegen ist es so in Deutschland üblich, dass da ein Foto reinkommt. Ist aber kein Muss. Die dürfen nicht danach verlangen. In anderen Ländern ist es, glaube ich, sogar verpönt, Fotos zu schicken. In den USA habe ich gehört, das gehört nicht dazu. Ja, so viel dazu zum Deckblatt. Und wie ihr sehen könnt, ein Deckblatt ist so quasi eure Visitenkarte. Jetzt kommt die zweite Seite. Das ist dann ein Anschreiben. Und beim Anschreiben gibt es ein Stichwort, DIN 5008. DIN 5008, das dient der Gestaltung eines Geschäftsbriefes. Und wie das aussieht, müsst ihr nachschlagen. Es gibt Vorlagen. Ich werde irgendwelche Links in der Beschreibung unten stellen. Und auf meiner Webseite sind noch zusätzliche Informationen. Ich versuche da ein paar Links rein zu tun, vielleicht auch Vorlagen. Und da holt ihr eure zusätzliche Informationen raus. Bei der Gestaltung des Anschreibens. Anschrift der Firma, ganz wichtig, mit ladungsfähigen Adresse oder mit dem Rechtsform heißt es, glaube ich. Das heißt immer, wenn die ein GmbH haben, dann ist es eine GmbH, dann schreibt ihr auch GmbH. Wenn die Firma BMW ist zum Beispiel, dann schreibt ihr nicht BMW hin, sondern die richtige Firmenname, Bayerische Motorwerken AG, das gehört dazu. Dann kommt in der nächsten Zeile der Ansprechpartner und das findet ihr in der Stellenbeschreibung. Das müsst ihr mal nachschauen. Bei ganz großen Firmen gibt es mehrere Ansprechpartner oder die sagen überhaupt nicht, wer der Ansprechpartner ist, denn das geht dann direkt in die Personalleitung und die verteilen dann deine Bewerbung in jede Abteilung und jeder Abteilungsleiter schaut sich das an und ja, es gibt mehrere, die was zu sagen haben. Deswegen wundert euch nicht, gerade bei großen Firmen gibt es gar keinen Ansprechpartner oder die schreiben es gar nicht hin. Ja, dann steht hier Betreffzeile, Bewerbung als Ingenieur.
sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Ansprechpartner. Dann kommt jetzt dieser Hauptteil, da kann ich euch nicht helfen, da müsst ihr reinschreiben, eure Motivation. Wieso wollt ihr in der Firma arbeiten? Was macht ihr gerade? Wieso wollt ihr gerade da rein? Und manchmal fragen sie nach in der Stellenausschreibung da die Gehaltsvorstellung. Und da hat man meistens gar keine Ahnung von. Da müsst ihr recherchieren, um zu sehen, was kriegt man so als Anfänger oder was verdient man bei denen. Ja, da kommt eine Grußformel, zum Beispiel mit freundlichem Gruß oder mit freundlichen Grüßen. Name und ganz, ganz wichtig, unterschreiben. Das gehört immer dazu. Unbedingt anschreiben, unterschreiben. Rechts oben, was auch dazu gehört, ist eure eigene Adresse, eure Kontaktdaten, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, versteht sich. Alles eine Schriftart, Font, also Arial oder Helvetica, wie schon gesagt. Und ja, damit sind wir fertig mit dem Anschreiben. Und jetzt kommen wir zum Lebenslauf. Da müsst ihr nachschauen, nach Vorlagen. Kommt eure persönlichen Daten. Und jetzt, was ihr gemacht habt, kommt da rein chronologisch rückwärts. Was ihr zuletzt gemacht habt, kommt ganz oben hin. Das ist zum Beispiel, wenn ihr gerade fertig seid mit dem Studium. Das ist euer Abschluss, Bachelorarbeit, Masterarbeit, was ihr studiert habt. Und dann praktische Erfahrungen, IT-Kenntnisse, Praktikas, schulische Ausbildung. Ja, okay, kann man auch schreiben. Wenn ihr zum Beispiel gerade aus der Uni kommt, dann könnt ihr schreiben, wann ihr Abitur gemacht habt. Sprachkenntnisse, fließend, wandelsicher, Grundkenntnisse. Fortbildung gehört auch rein. Ob ihr gearbeitet habt, wann ihr gearbeitet habt, kommt auch rein. Und Interessen, Hobbys. Und bei Hobbys muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da scheiden sich die Geister, denn einige sagen, man sollte nicht unbedingt Fußball reinschreiben, denn Fußball oder Fußballer, die verletzen sich häufig und sind häufig krank. Naja, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber sowas habe ich auch schon mal gehört. Ne? Wenn ihr euch, wenn ihr ehrenamtlich tätig wart, da müsste man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und man schreibt immer was rein, was passt zu der Stellenbeschreibung passt. Das heißt, ihr bewerbt euch zum Beispiel als Sozialpädagoge, ihr habt Sozialpädagogik studiert und ihr wart oder ihr seid ehrenamtlich tätig in der anonymen Alkoholikerberatung. Das kommt gut rüber, das hat was irgendwas mit Sozialarbeit zu tun, stimmt's? Ja, aber als Ingenieur, ja, das kommt nicht so gut rüber oder als Banker. Sowas gemacht zu haben, kommt nicht gut rüber, dann könnte man zurückschließen, ja, du hast ein Alkoholproblem. Wie gesagt, muss man ein bisschen vorsichtig sein, was man reinschreibt. Man muss ja nicht, der Lebenslauf muss zwar lückenlos sein, aber nicht zu viel Dummes reinschreiben, ne? Nicht zu viel erzählen. Lückenlos ist viel wichtiger, aber nicht zu viel reinschreiben und wo man zum Beispiel dich rausbooten könnte. Das heißt, man sucht immer zum Beispiel nach roten Flaggen oder irgendwelche Sachen, wo man sagt, oh, der kommt nicht in Frage, der hat da was. Deswegen sollte man ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Sachen wie Hobbys und ehrenamtliche Tätigkeiten. Was hier auch reinkommt, Kontaktdaten gehören auch dazu. Bei mir ist es hier ganz unten. Wenn ihr zwei Seiten habt, dann übereinander. Ja, sollte es so übereinander decken sein bei den zwei Seiten. Und ganz wichtig, dein Lebenslauf unterschreiben. Mit Datum. Ja, das gehört auch dazu. Unbedingt unterschreiben. Lebenslauf gehört unterschrieben. Wie gesagt, Kontaktdaten drauf. Das kann nämlich passieren, dass die einzelnen Teile auseinandergenommen werden. Anschreiben bleibt bei der Personalleitung. Lebenslauf geht Richtung Abteilungsleiter und jetzt findet ihr deinen Lebenslauf super, aber weil ihr keine Kontaktdaten habt unter der Lebenslauf, dann kann er dich nicht anrufen. Das ist immer schlecht, deswegen sollte es immer griffbereit sein. Mein Lebenslauf, wenn man das hier habt, wie gesagt, alles lückenlos auflisten, unterschreiben. Und wenn ihr was schreibt, dass ihr da und da gearbeitet habt, müsst ihr das am besten nachweisen.
durch ein Arbeitszeugnis am besten. Wenn ihr immer Arbeitszeugnisse holen während des Studiums oder wenn ihr gearbeitet habt, auf jeden Fall immer Arbeitszeugnisse holen. Ganz wichtig. Okay, danach Anhang. Hier habe ich zum Beispiel eine Masterurkunde ausgedruckt, so als Jux. Ja, das wird da rein. Masterurkunde, Fortbildungen, Arbeitsnachweise, Arbeitszeugnisse und so weiter. Das gehört alles da rein. Okay, wenn wir das alles haben und alles geschrieben haben, dann sieht die Reihenfolge wie folgt aus. Gerade bei der schriftlichen Bewerbung per Post. Deckblatt, Lebenslauf, Anhang, das heißt Urkunde, Nachweise, Arbeitszeugnisse und so weiter. Die kommen hier rein. Am besten besorgt ihr euch so eine Mappe mit Rücken und transparenten Deckblatt. Alles zusammengeheftet. Die sind nämlich sehr praktisch, denn durch diese Klemmleiste kann man alles auseinandernehmen, ganz schnell und wieder zusammenfügen und was dazu tun. Und das hat der Personalleitung es ziemlich einfach. Wenn die es übereinander stapeln, dann brauchen sie nicht aufzuschlagen, um deine Kontaktdaten zu sehen. Zweitens können sie alles auseinandernehmen. Deckblatt zum Beispiel in der Personalleitung behalten. Alles andere geht zum Betriebsleiter und der kann sich anschauen, wieder zusammenfügen. Und ja, es ist für die alles viel einfacher. Und schließlich will man ja einen Job haben und es denen nicht erschweren, dich auszusuchen. Okay, wenn ihr das habt hier, Links dazu, wo man das Zeug bekommt, ist in der Beschreibung. Wenn ihr das habt, kommt noch Anschreiben getrennt. Anschreiben hier drauf. Dann einen Umschlag besorgen, C4 mit Fenster. Und diese Reihenfolge so rein. Anschreiben, Bewerbungspapier hier rein. Und deswegen solltet ihr DIN 5008 nehmen, denn dann passt das auch hier rein, ne? mit der Anschrift der Firma in diesem Fenster. Zumachen, Briefmarke drauf und weg damit. Somit habt ihr es geschafft, eure erste schriftliche Bewerbung wegzuschicken per Post. Wenn ihr das jetzt per Online macht, sieht das ein bisschen anders aus, dann braucht ihr diese Klemmmappe gar nicht. Ihr habt das dann alles geschrieben auf Word oder LaTeX, keine Ahnung, oder über Google Docs. Man kann das auch über Google Docs machen oder OpenOffice, LibreOffice. Ihr habt das alles zusammengeschrieben, dann speichert ihr das ab als PDF und zwar eine Datei in der Reihenfolge. Deckblatt, Anschreiben, Lebenslauf und Anhang. Als eine PDF und beschriftetes Bewerbung mit eurem Namen. Dann kann, falls diese PDF irgendwo auf der Oberfläche von Windows gespeichert wird, sagen wir mal, auf dem Windows, auf die Desktop-Seite, ne, dann steht da sofort dein Name drauf, zum Beispiel Bewerbung, Name so und so gefällt mir, super, den nehmen wir raus. Und die müssen, wenn jetzt jeder schreiben würde, Bewerbung, .pdf, dann können die leicht durcheinander kommen. Und am besten steht euer Name da und du bist immer griffbereit. Okay, das war's. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Gebt mir einen Daumen hoch und kommentiert. Falls irgendwas fehlen sollte, schreibt das da rein. Ich versuche euch zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.